Servus und hallo bei Not Another Loop Show. Ernst K-Phase. Wochenreflexion vom 24.10. bis 30.10.1994. Das Fondue am Dienstagabend war echt in Ordnung und hat mir Spaß gemacht. Mittwoch war ich in Starnberg bei der Schuldnerberatung. Die Frau, die dort arbeitet, hat mir echt Mut gemacht. Bei der Praktikumssuche habe ich allerdings weniger Glück. Bis jetzt war entweder der Chef nicht da oder gleich eine Absage. Aber ich lasse mich nicht ins Boxhorn jagen. Was mich aber betrifft, ist, dass der Michaela am Wochenende so schlecht ging. Ich liebe sie und habe sehr Angst um sie. Besonders übel ist es, wenn man daneben steht und nichts machen kann, außer beruhigend einreden. Ich hoffe, dass sich das alles widerlegt und es nicht schlimmer ist. Am Samstag wollte ich mit Kami und Ralf eigentlich nach München in den Nachtwerkclub. Da der aber erst um 11 Uhr aufmacht, haben wir uns entschlossen, zu der Planet Sports Eröffnungsparty zu gehen. Die war in der Gifthütte und der Sven hat dort aufgelegt. War ganz lustig. Tada! Ja, was gibt's dazu zu sagen? Ich vermute mal, dass Michaela ging schlecht, weil ich in der K-Phase war und bald raus bin und ihre K-Phasenaufnahme immer näher kam. Ich weiß nicht mehr, was das damals genau war, aber ich denke mal, das war so. Da hat man halt schon ein bisschen Druck wieder, wenn und es geht einem ja gut in der Stammzeit, keine Drogennähe und nichts, und dann rückt es aber näher, dass du wieder in die Realität raus musst, raus aus dieser Käseglocke. Und da hat man schon ganz schön Düse vor. Ich denke mal, das war's. Und als Berliner muss ich jetzt drüber lachen, dass um 11 Uhr da der Laden aufmacht, aber in Berlin gehen die Leute nicht vor 2 Uhr weg. Das ist ganz strange, das ist so eine ganz andere Welt, was das Nachtleben angeht. Wenn man dann dort ist, ist es ähnlich, aber ja, dann ist drumherum halt. Die Gifthütte ist von Herrsching aus 2 oder 3 Stationen weg, das ist da in Gilching. Wenn mich nicht alles täuscht, war das in, oder? Naja, auf alle Fälle 2 Stationen mit der S-Bahn, und da war halt so ein Club, der hatte leider einen schlechten Ruf, weil früher dort Drogen verkauft worden sind. Also vor der Zeit da. Aber war cool. Ja, das war's. Mehr gibt es dazu heute nicht zu sagen. Von daher, peace out.